Willkommen zu meinem Video, die große Fragmentierung, wie der Importboykott des Westens für russisches Gold den Weltgoldmarkt beeinflusst. Auf dem jüngsten G7-Gipfel wurde eine weitere Sanktion gegenüber Russland erlassen. Russisches Gold darf nicht mehr in die USA, Großbritannien, Kanada und Japan eingeführt werden. Dadurch sollen die wirtschaftlichen Kosten für die russische Volkswirtschaft weiter erhöht werden, um Wladimir Putin zum Beenden des Ukraine-Krieges zu bewegen. Der britische Premierminister Boris Johnson sagte zudem, der Importboykott solle auch russische Oligarchen davon abhalten, sich durch den Erwerb von Gold den westlichen Sanktionen entziehen zu können. Großbritannien hat daher eine Obergrenze für Goldimporte aus Russland in Höhe von 13,5 Milliarden Pfund, also ca. 16,6 Milliarden US-Dollar, erlassen. Russland war 2021 der weltweit zweitgrößte Goldproduzent mit 330,9 Tonnen, nach China mit 332 Tonnen. Russland steuerte damit 9,2% zur weltweit neu geförderten Goldmenge bei. Mit seinen weltweiten Goldexporten erzielte Russland in 2021 etwa 15,5 Milliarden US-Dollar. Der London Market ist der weltweit bedeutendste für Spot- und Over-the-Counter-Transaktionen in Gold. Interessant ist es daher, dass die London Bullion Market Association LBMA am 26. Juni in einer Pressemitteilung bekannt gab, dass die G7 beabsichtigt, nur das neu geförderte Goldangebot aus Russland zu sanktionieren, nicht aber die alte, die bisherige Produktion. Die bliebe vielmehr Good Delivery. Nur Goldbarren, die den Good Delivery Standard der LBMA haben, sind zum Settlement im Local London Market zugelassen. Das lässt darauf schließen, dass die LBMA Zweifel im Kern ersticken möchte. Es könnte am Londoner Markt eine Goldknappheit geben. Dass also durch die G7-Entscheidung der physische Goldbestand, der aktuell dem ausstehenden Transaktionsvolumen zugrunde liegt, schrumpfen und dadurch in der Tat möglicherweise schockartige Preisreaktionen auslösen könnte. In diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass die LBMA schon am 7. März beschlossen hat, keine weiteren Good Delivery Barren mehr von 6 russischen Anbietern zu akzeptieren. Die LBMA hat also bereits das künftige Good Delivery Angebot aus Russland reduziert, seither allerdings ohne augenscheinliche Störungen für das Handels- und Preisgeschehen im Londoner Goldmarkt. Da nicht alle am internationalen Goldmarkt teilnehmenden Länder die G7-Sanktionen mittragen, steht Russland weiterhin der Weg offen, seine Goldexporte zum Beispiel nach China, Indien und in die Türkei, um hier nur einige weiterhin offene Handelswege zu nennen, umzulenken, die dann wiederum die weltweite Goldnachfrage bedienen. So gesehen ist mehr als fraglich, ob der Goldimportboykott Russland überhaupt den von Seiten des Westens erwünschten finanziellen Schaden zufügen kann. Denkbar ist allerdings, dass ein Tier 1 und ein Tier 2 Markt für Gold entsteht. Russisches Gold handelt möglicherweise mit einem kleinen Abschlag gegenüber dem Gold-Weltmarktpreis. Der Grund: die LBMA sorgt dafür, dass die von ihr zertifizierten Präge- und Scheideanstalten bestimmte Bedingungen erfüllen müssen. Dass zum Beispiel alle gängigen Gesetze eingehalten werden, dass kein Geld aus Konfliktregionen oder zweifelhafter Herkunft eingesetzt wird. Daher können zum Beispiel chinesische Scheideanstalten aus neuem russischem Gold keine LBMA-zertifizierten Barren fertigen. Weiterhin kann es sein, dass der G7-Boykott für russisches Gold Gegenreaktionen von Ländern, die neben Russland dem Führungsanspruch des Westens kritisch gegenüberstehen, wie zum Beispiel China, Indien, Brasilien, Südafrika, also die sogenannten BRICS-Staaten, sowie weitere noch nicht öffentlich in Erscheinung tretende Länder auslöst. Wichtig ist an dieser Stelle gerade auch daran zu erinnern, dass der Westen Russlands Währungsreserven eingefroren hat. Die Währungsreserven der Russen, im Wesentlichen aus Exportüberschüssen stammende Ersparnisse,
beliefen sich im Februar 2022 auf umgerechnet 617 Milliarden US-Dollar, wobei die Goldreserven 132 Milliarden US-Dollar oder 21% der Währungsreserven betrugen. Russlands Bereitschaft, Gold zu exportieren, wird vor dem Hintergrund der westlichen Sanktionen sehr wahrscheinlich ohnehin gesunken sein. Und die Bereitschaft vieler Zentralbanken und auch Investoren, fortan anstelle von US-Dollar, Euro und Co. vorzugsweise Gold zu halten, dürfte tendenziell zunehmen. Aber nicht nur das Goldangebot, auch die Goldnachfrage könnte der G7-Beschluss maßgeblich beeinflussen. Es ist denkbar, dass Anleger sich entmutigt fühlen, Gold nachzufragen, weil sie befürchten, die Politik im Westen stigmatisiere jetzt auch noch das gelbe Metall, stelle es unter Generalverdacht, mache es so für Anlagezwecke weniger attraktiv. Das wäre tendenziell negativ für die Goldnachfrage und den Goldpreis. Dem steht jedoch gegenüber, dass der Importboykott des Westens eine allseitige Verringerung des Goldangebots erwarten lässt. Vor allem, dass nicht nur der Ausfall russischen Goldes das weltweite Angebot verknappt, sondern dass vielleicht auch China physische Goldlieferungen zu den wichtigen Handelsplätzen für das sogenannte Papiergold im Westen, in New York und London, begrenzt. Es gibt auch Anreize für Anleger aus Ländern, die dem Führungsanspruch der westlichen Welt kritisch gegenüberstehen, ihre Goldlagerung und ihren Goldhandel aus New York und London möglicherweise abzuziehen und in andere Regionen zu verlagern. Damit käme es dann möglicherweise zu einer Fragmentierung des Goldmarktes, die es für viele Anleger und Investoren wieder ratsamer erscheinen lässt, auf physisches Gold anstelle von Goldderivaten zu setzen, die dann nämlich einem erhöhten Liquiditäts-, Erfüllungs- und auch Preisrisiko unterliegen. Das träfe den Papiergoldmarkt im Westen hart. Der Markt für Gold-Futures und Gold-Optionen sowie der Markt für Gold-ETFs, Gold-ETCs und Gold-Zertifikate ist bekanntlich gewaltig groß. In 2020 lag das weltweite tagesdurchschnittliche Handelsvolumen im Goldmarkt bei 183 Milliarden Dollar. Der Umsatz in London belief sich dabei auf 110,4, der an der US-COMEX auf 54,4 Milliarden Dollar. Zum Vergleich, 2021 betrug der Marktwert der neu geförderten Goldmenge weltweit etwa 207 Milliarden Dollar. An den Märkten wird also fast 90% der Goldjahresproduktion täglich gehandelt. Man sollte hier doch nicht übersehen, dass die aktuellen Handelsansprüche nicht allein aus der laufenden Goldproduktion, sondern dass die Erfüllung auch aus dem vorhandenen, in der Vergangenheit geförderten Goldbestand erfolgt. Befürchtungen, die im Papiergoldmarkt eingegangenen Verpflichtungen und Forderungen könnten nicht, wenn es die Marktakteure denn wünschen, vollumfänglich in physischem Gold erfüllt werden, insbesondere auch aufgrund des Importboykotts russischen Goldes in den Westen und der dadurch ausgelösten Folgewirkungen, kann es möglicherweise durchaus zu extremen Erschütterungen kommen, deren Schockwellen dann sehr wahrscheinlich auch das internationale Finanz- und Wirtschaftssystem erreichen würden. Auch wenn der Goldpreis im Nachgang zur Verkündigung des G7-Beschlusses, ein Importboykott russischen Goldes in den Westen auszusprechen, nur wenig Reaktion gezeigt hat, wir empfehlen weiterhin, auf Gold und auch Silber zu setzen, und zwar in physischer Form. Münzen und Barren. Zu derzeitigen Preisen gekauft, sollten Gold und Silber in den kommenden Jahren dazu beitragen, das Portfoliorisiko des Anlegers nicht nur zu verringern, sondern auch seine Rendite zu steigern. Vor allem aber die chronische Inflationspolitik, die die Zentralbanken im Westen betreiben, verbunden mit einer fortgesetzten finanziellen Repression in Form negativer Realzinsen, dürfte die Goldnachfrage und damit den Goldpreis künftig weiter in die Höhe treiben. Vor allem, wenn immer mehr Anleger und Investoren verstehen, dass die jetzige Inflation nicht vorübergehend und versehentlich hoch ist, sondern dass sie tatsächlich andauernd und gezielt von den Zentralbanken in die Höhe getrieben wird.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn das Video Ihnen gefallen hat, bitte liken und teilen Sie es. Folgen Sie meinem Kanal und läuten Sie die Glocke.